Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K21. Frisch in die neue Saison mit den Golden State Warriors. Und ich habe so Bock, mit diesem Team zusammenzuspielen. Lasst uns einmal ganz kurz in die Statistik reingucken, in den Kader. So sieht's aus. Stephen Curry, Klay Thompson, der ja leider verletzt ist. Ich habe ein Video dazu gemacht, schaut's gerne an auf dem anderen Kanal. Einfach nur richtig mies. Andrew Wiggins, Cobb ist auch am Start, Draymond, Pascal, Chris, Gerald Green. Es sind leider nicht die aktuellen Roster. Ich habe 2K da auch schon Feedback gegeben, habe gesagt, ey, das gibt's nicht, Mann. Ihr müsst unbedingt das mal hinkriegen, dass wir hier mal auch die aktuellen Kader mit am Start haben. Weil jeder fängt irgendwie an, schon zu zocken. Und dann sind hier immer noch die alten Spieler drinnen. Ja, es ist jetzt leider so. Und klar, man kann da natürlich auch drüber hinwegsehen. Aber trotz allem finde ich, es sollte einfach die Möglichkeit geben, da einmal irgendwo eine Option und zu sagen, hey, ich möchte bitte gerade eben alle Roster updaten auf das Aktuelle. Bist du damit einverstanden? Ja, wirklich, dass auch alles verschoben wird und vielleicht auch alle Trades deleted werden. Dann sagst du ja und fertig, bumm, sind wieder alle da, wo sie auch gerade eben wirklich in der NBA spielen. Finde ich sehr, sehr schade, dass das nicht kommt. Ja, für mich großer Kritikpunkt und auf jeden Fall... Ich bin jetzt froh, dass ich bei den Golden State Warriors bin, weil im Endeffekt hat sich dort jetzt nicht großartig was verändert. Außer, dass Wiseman dazugekommen ist, der Rest ist geblieben. Gut, zumindest Stand jetzt, wenn ich gerade eben aufnehme. Entwicklung. Wir sind mit 73, was, naja, jetzt nicht gerade überragend ist. Deswegen will ich da auf jeden Fall noch ein bisschen Gas geben. Also Offensiv-Rebound können wir zum Beispiel mal ein bisschen weiter hoch machen. Genauso wie den Defensiv-Rebound mache ich mal auf eine 80. Ballhandling, Passgenauigkeit. Ballhandling mache ich mal voll. Den Dreier, ja, wobei 80er Dreier passt soweit. Korbliege aus der Bewegung. Dank aus der Bewegung mache ich mal komplett voll auf eine 94, dass wir da in Zukunft richtig Gas geben können. Blocken ist, glaube ich, jetzt im ersten Moment gar nicht so wichtig. Vertical. Stärke, Perimeter, Defense mache ich mal auf 90. Ich glaube, 90 ist so die Grenze, mit der du ein paar neue Badges freischalten kannst. Und den Rest lasse ich mal so. Also sind wir jetzt in 77, 36.000 VC. Damit rutsche ich ganz knapp unter die 300.000 VC, aber ich habe auf jeden Fall noch genügend. Dann kommen wir zum Jump Shot. Da wurde ich jetzt im Stream schon ein paar Mal gefragt. Übrigens gerne im Stream abchecken. Max Sports auf Twitch. Ich würde mich super freuen, wenn die YouTube-Community, die jetzt immer am Start war, auch bei Twitch einfach am Start ist. Ein paar Leute vermisse ich auf jeden Fall krass. Und jeder, der Bock hat, auf Twitch mich zu supporten, schaut gerne rein, followt mir gerne. Ja, jeder, der da am Start ist, hilft mir auf jeden Fall. Deswegen schaut da gerne vorbei. Und wir werden auch auf jeden Fall ein paar Mal mit dem Small Forward das ein oder andere Match zocken. Und ja, ich werde versuchen, die Seasons immer relativ kurz und knackig zu halten, damit wir dann einfach in den Playoffs immer schön abreißen können. So, jetzt wollte ich, genau, Jump Shot. Wurde ich jetzt schon ein paar Mal im Stream gefragt, wie es aussieht, was ich da für einen habe. Und zwar bastle ich den jetzt schnell mit euch gemeinsam zusammen. Ich bin mit dem super happy und komme mit dem auch extrem gut klar. Das ist der Jump Shot 98. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, falls ich mich täuschen sollte, werde ich es euch relativ zeitnah sagen. Aber nein, ich glaube, das passt. Dann oberer Abwurf ist... Wo ist er denn? Rudy Gay. Und der obere Abwurf Nummer 2 ist genau der gleiche. Und Wurftempo ist komplett voll. Und mit dem fahre ich einfach mega gut, weil ich vom Gefühl her da sehr, sehr oft einfach drauf komme. Und deswegen, ich werde sicherlich noch das ein oder andere Mal rumprobieren. Aber so mit dem komme ich jetzt echt gut klar, muss ich gerade sagen. Jump Shot. Mache ich mal Max. Small Forward. Ich weiß gar nicht, ob ihr den dann auch benutzen könnt. So, und dann gehen wir rein in unsere Animationen.
denn auch da, beziehungsweise wir gehen rein in den Animationsshop. Das ist auch eine Sache, auch das habe ich 2K schon gesagt, ich fände es immer ein Witz, dass du die Sachen doppelt kaufen musst. Also ich muss jetzt das hier, was ich quasi für meinen Point Guard gekauft habe, muss ich halt jetzt nochmal kaufen. Why? Leute, why? Gekauft. So. Okay, Kontaktdunks habe ich. Normale Dunks habe ich ja sowieso schon ein paar gekauft. Korbleger. Das passt soweit. Genau. Dribble Moves. Leute, habt ihr irgendwelche Empfehlungen? Welche? Also Dribbling Stil kann ich schon mal. Quick habe ich den gekauft. Ja, Quick habe ich gekauft. Habt ihr irgendwelche Empfehlungen, was diese ganzen Punkte hier angeht, so Stepback aus der Bewegung beispielsweise. Können wir mal ein bisschen reingucken, ne? Also ich werde da vielleicht auch mal einfach ein bisschen rumprobieren. Ich kaufe mir den jetzt einfach mal. Stepback aus der Bewegung. Was gibt's noch? Was man gerade Behind the Back aus der Bewegung. Für mich wäre eigentlich Behind the Back im Stehen wichtiger. Stepback aus der Bewegung. Park Size Up, Standard Size Up Pakete. Da kaufe ich mir auch mal Bro 2. Hesitation aus der Bewegung. Gucken wir rein. Ich kaufe mir jetzt einfach mal ein paar Bro-Varianten, dass ich zumindest, was das angeht. Okay. So, wie viel geben wir aus? 12.500, hauptsächlich bloß dafür, dass wir den einen oder anderen Posterized Dunk raushauen können. Okay. Dann gehen wir raus. Und dann werde ich heute das mit dem Umstyling werde ich gar nicht machen, ne? Weil jetzt dann doch schon die ersten paar Minuten rum sind und wir wollen ja auch noch das Game zocken, ne? Gameplay-Animationen. Jumpshot ersetzen mit meinem eigenen. Dann Bro 2. Hier habe ich nichts gekauft. Hier habe ich was gekauft. Genau so. Da, zack, zack. Und dann hier drüben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, ich glaube, dann sind wir erstmal soweit ausgestattet. Und was haben wir hier noch? Freiwurf? Was habe ich überhaupt gerade für einen Freiwurf drin? Den von KD. Okay. Dann würde ich sagen, Leute. Achso, was haben wir gerade eben eingestellt? Profi 5 Minuten. Machen wir 7 Minuten. Und machen jetzt am Anfang vielleicht mal All-Star, solange wir jetzt noch gerade eben unser erstes Spiel absolvieren und werden dann später relativ schnell hochgehen. Bei 7 Minuten bekommen wir dann auch ein bisschen Einsatzzeit. Seid ihr bereit, Leute? Wir spielen zu Hause, oder? Wir spielen im Chase Center mit den Splash Brothers zusammen. Willkommen bei den Golden State Warriors. Let's go! Junior, you're early. I like that. Hi, I'm Jesse Campbell. I'm the director of media relations. Mm-hmm. Oh, I know you're getting ready, and I promise I'll just be a minute of your time. Yeah, what's up? So you get a clear view of how this whole thing works. I'm gonna be the one to tell you where to go and when in terms of the media requests. So let's say you have a great game and the TV crew, they want to talk to you. I'll come find you and escort you over. But when I say I need you now, I really do need you now. If I say the interview is over, it's over. I'm the one who keeps the ship moving and ultimately I protect you from overscheduling. That makes sense? You got it. Follow your lead. That's right. Okay. Hey, you have a great game, and I'll be seeing ya. All right, thanks. I still can't believe they drafted the bootleg version of me when they already got the real deal. Bootleg version of you? Come on, God. You know you the bootleg version of me. Whoa. Not one word has ever been written about Hendrix Cobb being a copy of anything. Ah, for real? Yeah.
You're worried. About what? Me running your spot. You ain't taking my spot. Okay. 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 That's fine. But look, just don't take it personal when I snatch that boy right from up under you, because it's gonna happen. If you somehow outplay me, Junior, I promise you, I will roll out the red carpet. You got my word. All right. I'll remember that. Yo. How great is this, man? You and me, same team? We're gonna roll this lead together. Yo, man. So it's crazy, right? It's the way it was always meant to be. I'm running some tape. I'll see you at shoot around. All right. It's game day, baby. Woo! Willkommen im Jace Center, Freunde! Es wird zwar noch etwas dauern, bis wir die Halle wieder so gefüllt sehen, aber auf jeden Fall schon mal ein gutes Gefühl, am Start zu sein. Und wir wärmen uns natürlich nicht mit Steph und Clay auf, weil wir halt einfach noch eine Gurke sind. Also gerade eben noch. Aber wir können ja schon mal einen Dank zeigen. So, Shootaround beenden. And every year, more terrific players, Doris, coming into the NBA. How good a position do you think the league is in as far as talent? Well, a great position. Get out there. Und wir bekommen unsere ersten Minuten. Oh mein Gott, dann hat meine Nummer auf die 20 geändert. Das muss ich gleich mal ändern gegen Kawhi Leonard. Also mit der Small Forward Position spielen wir auf jeden Fall immer gegen die krassesten Superstars in der NBA. Giannis, Kawhi Leonard, Paul George, LeBron James. Pass zu Curry. Draymond. Outside curve. There's the feed to Junior. Ich krieg ihn noch mal. Thompson in the corner. Clay in der Corner. Ich sprint rein. Und ich werde geblockt. Well, tremendous intimidation and shot blocking by Kawhi Leonard. How nice is that? Oh my goodness. Lou Williams. Williams dishes to Harrell. Harrell. Defense ist on point, bis ich dann das zweite Mal zu schnell hochspringe. Zwei Rebounds, keine Punkte. Ich stelle mal den Block. Der Block gefällt ihnen nicht. In either high school or college, but boy, he kept his eyes on what he was after and he kept working. There's Green with the three. Der fällt nicht. Chris holt ihn sich. Chris, spiel ihn! Ich wollte gerade sagen, keine gute Idee. Green against Morris. Green
Ich habe Angst. Queen nimmt ihn. Alter, ist das ein wilder Start. Ein ganz wilder Start, Freunde. Harrell mit dem Block. Und wir laufen in die Transition. Pass kommt. Green. Oh, fast der Ballverlust von Klay Thompson. Jetzt verliere ich den Ball. Ich wusste es. Mann, Alter, was ist das für ein scheiß Start? Gut, dass sie mich gar nicht triggern. Ich werde gerade komplett auseinandergenommen. 35-21 liegen wir hinten. Also, schlimmer. Könnte es kaum laufen. Der erste Wurf. Zumindest war er mal frei. Sehen wir es positiv. Ja. Die nächsten Punkte. 37-21. Oh, man. Come on. Der erste Assist in unserer NBA-Karriere. Natürlich von Mr. Klay Thompson. Shamet. Morris Senior. 6 Sekunden auf der Uhr. Harrell stellt den Block. Ich hab ihn. Komm, das ist jetzt der Start. Der Start zu einem Run. Yes! 37-26. 11 Punkte nur noch. Yes! Come on! Die ersten Punkte. Puh. Jetzt kommt unsere Spezialität. Freiwürfe. Ich werde in meiner NBA-Karriere keinen einzigen Freiwurf machen. Lou Williams. Probiert's alleine. Ich gehe von George weg und Glück gehabt. Pass raus. Oh, extrem gut verteidigt von PG. Alter, hat er ihm den jetzt gerade auf die Schulter gespielt oder was war das? Und habe ich Pass zu Klay Thompson. Klay. Pass zu Lee. Der nimmt. Rebound-Maschine sind wir auf jeden Fall. Let's go! Come on! Und ich habe hier noch keine Posterize-Plakette. Let's go! Erstes Ausrufezeichen. Und der nächste Dreier kommt geflogen. Pick and Pop mit Stephen Curry. 7 Punkte, 5 Rebounds. Aber Leute, wir kommen gerade nach der Auszeit rein. Und wir liegen halt mit 19 Punkten hinten. Let's go. Und der fällt auch wieder. 9 Punkte, 5 Rebounds. Was geht jetzt ab? Nach dem Katastrophenstart läuft es jetzt richtig. Lou. Defense ist on point, meine Freunde der Sonne. Green. Komm, ich stell dir einen Block. Will er nicht. Ich krieg den Ball. Steph.
Und schönes Ding. Was eine Aufholjagd. Nur noch 15 Punkte hinten, ne? 59-44. Williams passes to Leonard. Picked by Harrell. Und da ist wieder die Defense on point. Leute, also jetzt gerade eben ist mal der ultimative Beast Mode aktiviert. Ich habe gedacht, dass Chris durchzieht. Chris, was machst du? Junge! Alter, ich habe gerade 80.000 Mal den Ball gefordert. Und anstatt, dass er rauspasst. Alter, als Head Coach hätte ich ihn halt jetzt runtergenommen. Komplett ausrasten. Ey, so schlecht. Marquis. Chris, so eine Pfeife. Scheiße. Ja, aber klar, kann jetzt nicht jeder fallen. 61-44. Jetzt schicken sie mich in die Isolation gegen Kawhi. Stark verteidigt. Draymond. Alter. Okay. Nice one. 108-95 kriegen wir auf den Sack. Also wir haben jetzt dann natürlich keine Spielzeit mehr bekommen am Ende. Wir können aber, glaube ich, absolut zufrieden sein mit unserem Debüt. Der Start war nicht so geil. Aber dann sind wir echt super reingekommen, haben ein paar Punkte gemacht, super gereboundet. Alles gegeben. Solid minutes in your debut tonight, Junior. What did you see out there? Ich habe mich super gefühlt, aber ich will in der Starting 5 stehen. Ich habe mich gut gefühlt. Hoffentlich kann ich mehr Spielzeit finden. You know, it felt good to see some action. Yeah, hopefully I can earn more playing time and get some more meaningful minutes. So, Junior, are you going to talk to coach about that? About what? About playing time? Yeah. Nah, I mean, he and I talk about everything. He's pretty good with the communication. So you've talked about your lack of minutes. Well, I wouldn't put it quite like that. We all know our roles, and right now I'm working on my game, just trying to get better. But when my name is called, I'll make sure I'm ready. First game in the books. How's it feel? I gotta be honest. I would like it better if I played. It's only one game, Junior. It's way too early. You sure about that? You need to talk to the front office. Make them fill me in on their long-term plan. Maybe that would help. I have been assured by management they want you here for a long time. Right, and you believe it? I do for now. Bottom line is, you will have your shot. Until then, you just... Keep my head down and work, I know. What happens if I do all that? Do all the right things, and I'm still waiting for the bitch. Then I will express our feelings to management. But I promise you, it's not gonna come to that. Look, roadblocks can be opportunities. You have to see the long game. The front office is watching everything you do, on and off the court. This is your chance to show them that you're team first. I hear you. You get some rest. Tomorrow is another day. Thanks. Also 9 Punkte, 8 Rebounds, 1 Assist, 0 Steals, 0 Blocks. Das passt auf jeden Fall alles. Kriegen noch ein bisschen Points obendrauf. Maximal könnten wir uns jetzt auf eine 87 hochleveln. Plakettenpunkte. Ja, natürlich die größte Aufgabe. Deswegen werden wir auch im Stream ein paar Mal zocken, weil sonst brauchen wir hier einfach Ewigkeiten. Ne? Und das werde ich dieses Mal nicht so machen. VC bekommt man echt gut, muss man sagen. Incentives. Passt alles. Das war's mit unserem Debüt. Mich würde interessieren, wie jetzt diese Grafiken aussehen, weil ein Chris Paul ja jetzt bei den Phoenix Suns spielt. Und deswegen wäre es mal interessant zu sehen, hat jemand von euch da draußen auf der PlayStation 5 jetzt eine Karriere gestartet, nachdem die ganzen Off-Season-Moves waren? Ist das jetzt alles aktuell und vor allen Dingen, wie sehen die Grafiken jetzt gerade hier aus? Würde mich echt mal interessieren.
Ansonsten, ich bin echt auf jeden Fall zufrieden. Der Start war ein bisschen katastrophal. Das nächste Mal geht's weiter gegen OKC. Habe ich auf jeden Fall auch Bock. Und wie gesagt, schaut gerne in den Streams vorbei. Follow dalassen, Benachrichtigungen aktivieren. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.